Willkommen alle zu einer weiteren Folge Nordfriesische Marsch. Jetzt unsere Arbeit fort mit der Aussaat auf Feld 13 Hafer. Ich fürchte, der Kalkstreuer wird sich reichen. Aber wir bereiten mal die Außenseite vor, dass wir schon mal anfangen können. Das ist die zweite Vorgewende. Das wird die Folge Nummer 51. Muss man eher schauen, ob Feld 2 Unkraut gewachsen ist. Sobald ich die Zeit dazu habe, werde ich das tun. Ansonsten Soja verkaufen. Einmal. Mache ich jetzt aber drei Vorgewände, weil die fahren einen recht großen Bogen der Traktoren. Da beugt man sich ein bisschen Ärger vor oder dagegen halt. Traktor stark genug für die Seemaschine. Er fährt die 18 km/h, die eingetragen sind, die möglich sind. Das sollte uns die Gelegenheit geben, ziemlich zügig das Feld hier fertig zu bekommen. Und später andere Aufgaben machen zu können. Zur anderen Ecke starten von da aus. Dann werden wir noch gleich den Kalkstreuer auffüllen, weil der ist ja auch wieder leer. Gehen wir hier an der Straße. Schauen wir noch einen Kalkstreuer, hier ist noch nicht reif, noch nicht gewachsen. Das Kraut darf auch nicht gewachsen sein. Und dann braucht diesen Traktor sowieso. So, Kalk ist alle. Einklappen und gleich zurückfahren. Sobald auf Feld 1 die Saat aufgeht, dann muss gedüngt werden. Da haben wir auch wieder den Traktor. Der hat die Pflegebereifung dafür. Im Grunde brauchen wir noch einen dritten Traktor, damit wir ein bisschen flexibel sein können. Aber eins noch anderen. Erstes kaufen wir einen Anhänger für ein LKW und eine Feldspritze gegen Unkraut. Jetzt mal ein Rad für zum Nachmittag reif werden.
auf. Kalk rein. Kurz im LKW spritzen. Springen. Bisschen verdienen. Da arbeitet auch gut voran. Zurück. Also wurde dreimal zum Feld gefahren wegen Kalk. Also im späteren Verlauf werden wir einen Überladewagen kaufen, der mindestens um die 50.000 aufnehmen kann, um da nicht mehr hin und her fahren zu müssen. Brauchen wir eh einen starken Traktor für, der ein bisschen Geschwindigkeit hat. Aber immer eins am anderen. Auf Feld 2 ist ja Stroh, Weizen, und Feld 1 auch. Das heißt, da können wir wieder Strohballen pressen, Stroh verkaufen. Schafft. Wenn der Preis noch stimmt, dann kann man gut verdienen. Machen wir einen kleinen Abkürzer durch den Wald. Da fehlt was. Hier aufmachen würde ich auch. Dann machen wir gleich wieder hinzu. Ein Stückchen hier. Da haben bestimmt wieder Bäume nicht gewendet. Also auch beim nächsten Mal zwei Reiten vorkommen. Das ist eine Seemaschine, das wird dann auch die Folge der Folgereiten, im nächsten auch noch. Aber da würde ich auch eine Größe haben. Die mit 15 Meter. Also da wird gar nicht immer die kleine kaufen. Naja, klein ist gut. So, Kalk, das ist. Jetzt können wir Soja verkaufen. Letztes Mal war Getreidespeicher ganz gut. Getreidehandel. Aber das passt. Raps steigt auch. Das passt auch. Denn da werden wir nachher ein bisschen Nachschub kriegen. Ansonsten erwarten wir Weizen. Da erhöht sich der Preis auch. Wie ist er bei Stroh? Stroh ist ein bisschen im Fall, wo da Kreiskraftwerk ganz guter Preis. Aber das, wenn das so bleibt, ist gut. So, das sind nur 43.000 Liter. Wir werden damit kein Vermögen machen. Aber das wird reichen für Anhänger. Der Anhänger weiß ich nicht genau. Naja, vielleicht, man sieht aber irgendwie. Wichtig erstmal jetzt mal die Feldspritze, dass wir Wumms bekämpfen können. Da wollte ich eine kleine kaufen. Da tut sich der Helfer leichter. Weil die Anhänger sind irgendwie. Ich weiß nicht. Das fährt sich irgendwie ungünstig. Wir müssen geradeaus. Haben wir einen Flieger? Mal schauen. Oh ja. Ein bisschen. Gefährlich, wenn man im Graben reinrutscht, das ist blöd. Man kann zwar ein LKW zurücksetzen, aber der Anhänger ist die Ladung weg. Das wäre ja mal schade. Ich würde bremsen.
Gewicht, da schiebt er vorwärts. So. Folge war auch was verkehrt getan, verkehrt verkauft. Und da war ein bisschen zu wenig. Ein bisschen mehr sein können. Jo. 85.000 ist nicht schlecht. Dafür, dass. So. Jetzt schauen wir mal gleich eine Preisliste. Erstes in der Feldspritze, Flankenschutz. Kuhn hat Breite von 21 Meter. Tankinhalt 1300. Da vorne zusammen sind es 1000, nicht 2,7. Der hat zwar ein bisschen mehr, aber das kostet ja auch mehr. Also Kuhn. Kaufen. Zurück. Kuhn. So, jetzt haben wir noch 198.000 Anhänger. Da wollte ich mir, der kostet 58.000, das ist Original. Das ist der, aber 100.000, das ist unrealistisch. Wenn das reingehen würde mit diesem Mod für realistische Gewichte, kriege ich Probleme. Dann müsstet ihr mal mieten, probieren. Für 80.000 oder knapp 80.000 wird ein teuer zum Wegschmeißen. Machen wir blau. Blau. Alles blau. Da steht 59.000. Wie gesagt, hier werden wir mieten. Und wenn da der Test klappt, dann werden wir den entsprechend kaufen. Aber da muss ich noch nicht. Bei Mieten kann man nichts verkehrt machen, das ist dann nicht so tragisch. Da hört sich der Verlust in Grenzen. Das Geld reicht eigentlich noch für den LKW, aber kaufen. Denn die nächste Ernte kommt ja heute noch. Dann haben wir wieder Einnahmen. Fahren wir gleich zum Händler. Und dann geben wir mal die beiden Sachen ab. Jetzt wäre nicht so tragisch. Wo er leer ist, ist halt egal. Der Kaltschreiber müsste fertig sein. Das Gelände ging hier. Da kann man auch notfalls einen Hänger ziehen.
162 PS, 80 km/h, so war der Preis. Ups. Die kaufen wir uns. Hab beinahe verkauft. So, jetzt haben wir einen LKW gekauft. Und dann geben wir gleich den ab und den geben wir auch ab. So. Wenn der Hänger gut ist, dann wird er auch gleich gekauft. Nee, reicht nicht. Das Geld reicht nicht. Gut, das macht nichts. Ja, 59.000. Dann würde ich es an dem, hat der zum Maul dran, kann man anhängen. Du kannst verschiedene Sachen anhängen. Alles. Gut, jetzt kann man sowas auch einen zweiten Hänger kaufen. Mit Dolly. Jetzt fahren wir den Gleis zu Feld 15. Durch Feld 15 und dann war es auch schon wieder, ne? Zeit vergeht schnell. Ich verabschiede mich mal. Hoffe, es hat euch gefreut. Würde mir über ein Like freuen. Könnt auch gerne kommentieren. Abonnenten würde ich mich auch freuen. Danke. Auf Wiedersehen.